Und so sehen die Helden der neuen Opposition aus. Der aus zweiwöchiger Isolationshaft freigelassene Wael Gonain, Mitarbeiter von Google und Aktivist der Demokratiebewegung. Gestern feierte ihn die Opposition der 100.000 Köpfe auf dem Tahrir-Platz. Alles, was mit dem Regime Mubarak zu tun hat, ist ihnen dagegen suspekt. Deshalb fordern sie so verbissen sein Ende.